Hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Battlefield 3. Nicht 1, nicht 2, nein, 3 im Multiplayer. Ich glaube einfach mal, dass ihr mal den Weg auf meine Website farewell2192.de gefunden habt. Insofern schön, dass ihr hier seid, ne? Schön, dass ihr das hier gerade so anguckt und alles. Schaut doch mal im Forum da vorbei, da oben halt, da findet ihr das Forum. Ist halt alles noch ein bisschen im Aufbau und deswegen bitte ich euch, keine Hate-Kommentare zu hinterlassen und meine Mutter oder Familie oder mich nicht zu flamen, weil die Website halt noch nicht ganz online ist. Nein, vielmehr solltet ihr einfach Teil der Community werden und einfach den Aufbau und den Aufstieg meiner Website mitverfolgen, denn das war ein Leck. Das war ein Leck. Da übernehme ich keine Verantwortung für. Ja, denn diese Website steht und fällt mit euch und deswegen würde ich euch bitten, ja, einfach aktiv zu sein. Das ist doch so schön, wenn ihr alle zusammen aktiv seid. Also, ne? Ihr wisst doch, wie ich meine. Naja. Immer noch. Mein Gamertag hier ist Fairflow, weil alles irgendwie ganz merkwürdig vergeben war. Steigen nicht bei unserem Squad ein, weil der ist irgendwie ganz merkwürdig mit dem Heli unterwegs. Und, so. Ja. Versuchen wir einfach mal den Kontrollpunkt zu verteidigen. Vielleicht auch einfach das, übernehmen. Ich habe mich hier für die M2527B entschieden. Keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Ich weiß nicht, wie die Waffe heißt. Wirklich nicht. Es ist eine, eine ganz gute Waffe eigentlich, wenn ich nicht von zwei Leuten über den Haufen geschossen werde. Die ist auf hohe Distanz sehr genau und hat 100 Schuss und gehört zu der Supporter-Klasse. Da wahrscheinlich der Kommentar kommen wird, ey Mike, ey, nimm mal andere Waffen. Werde ich jetzt die Klasse wechseln, auf Supporter gehen, nee, nicht auf Supporter gehen, sondern auf Assault gehen. Also quasi das Äquivalent zum Sturmsoldat, der auch Leute wiederbeleben und heilen kann. Wie gesagt, ich bin hier absolut kein Profi in diesem Spiel. Ich habe hier auch selbst erstmal nur Strategien, die so ein bisschen für mich funktionieren, ausgedacht. Also nichts, was ihr jetzt unbedingt übernehmen solltet. Bitte nicht. Bitte nicht übernehmen, ansonsten werdet ihr ganz schnell ganz kaputt gemacht. Versuchen wir nur ein bisschen zu überleben. Ja. Das hier ist jetzt die M416. Das ist die erste Waffe, die ihr so freischaltet als, Assault? Also ich kann das nicht gut aussprechen. Assault oder so. Ja, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr praktische Waffe. Also mit dieser Waffe könnt ihr halt auch Leute aus dem Heli rausschießen. Ah ja, und das halt auch. So. Kriegen wir direkt erstmal fett Punkte dabei. Warum auch nicht? Wir sollten jetzt uns hier zu dieser Flagge begeben. Dann wird noch weitere 200 Punkte. Und jawohl, da sind wir dabei. Einfach mal rauf mit den 200 Punkten aufs Punktekonto, auf das Fette. Wäre es doch auch so einfach mit Geld. Das wäre schön. So, guck mal, da haben wir noch einen Gegner. Den haben wir direkt mal mitgenommen. Und er ist also okay. Simon wird übrigens in den folgenden Parts auch dabei sein. Aber das ist hier erstmal wirklich die erste offizielle Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr wird was. Aber ich gehe davon aus, da. Ansonsten würdet ihr es ja gar nicht sehen. So, wie gesagt, immer noch kleine Ruckler, aber da kann ich nicht wirklich nichts dran ändern. Ansonsten sieht das echt scheiße aus hier. So. Geil fand ich die Kommentare unter Battlefield Bad Company 2. Hast du schon mal was von Battlefield 3 gehört? Wichser! Ihr Kacken! Ich hasse dich! Sowas halt. Das fand ich sehr witzig. Wirklich so, ja, einfach dumm. Das waren wirklich einfach dumme Kommentare. Oh, das, da sind übrigens Gegner. Hab ich gerade mal so... mit meinem Spinnensinn habe ich da... Oh Gott. So, warte. So. Hey, cool, einen haben wir. Gerade mal nachgeladen. Und mal gucken. Ja, ich fühle mich hier sehr allein. Ach, scheiße. Übrigens, ich bin immer noch nicht in einem Squad drin. Das ist eigentlich sehr schlecht. Dieses Spiel fördert das Squad, der Squad-Mechanik bis zu einem unglaublichen Maße. Ich habe übrigens auch noch nicht das Add-on, weil ich kein Geld habe. Und, ja, oh, die Runde ist gleich zu Ende. Das hört man an den Sounds. Also, wir können hier ganz zufällig mal im Squad beitreten. So, einfach hier, naja, hat halt nichts gebracht. Jetzt ist die Runde zu Ende. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Und jetzt kann man auch weinen. Wir haben verloren. Schön, Leute. Mano. Hab nicht genug angefeuert. So, wir sind auf Rang 22 unseres Teams. Mit so 2000 Punkten sehen wir gleich wie viele genau. Ich bin übrigens auch noch Rang 19. Das ist ganz wenig. Ja. Och ja. Ja doch. Fast 2000 Punkte. Das geht doch. Wie gesagt, wir sind hier nicht wirklich hoch im Rang. 21. 8 Abschüsse, 10 Tode. Ach, das weiß nicht. Hatte schon mal mehr.
Wie gesagt, das kommt halt einfach dadurch, dass ich mich nicht konzentriere und dass es ein bisschen ruckelt beim Aufnehmen und so. Das sind einfach alles so ganz kleine Faktoren, die sich addieren. Ja. Fan-Treffen im Heidepark. Ich habe eine Umfrage im Forum geschaltet. Wie gesagt, guck mal oben links, da ist das Forum. Also solltet ihr das jetzt auf YouTube gucken, ganz lange nachdem ich diesen Part habe hochgehen lassen, geht mal auf fairwohl2192.de. Es ist wirklich mir wichtig, dass diese Seite ein bisschen aktiver genutzt wird. Oh, und wir laden eine neue Karte. Das kann dauern. Es ist mir wichtig, dass diese Karte, ich kann diese Zeit nutzen, um ein bisschen zu sprechen, dass diese Karte, sag ich schon, die Website gut genutzt wird. Denn das ist wirklich eine Basis für meine Community, ja? Solltet ihr gerne mir in Kontakt treten wollen und so, das am besten über die Website machen, habe ich auch viel einfach besser Einsicht über Kommentare, kann da viel einfacher antworten. Da gibt es einen Chat, wo ich öfter online sein werde. Diese Website wird stetig erweitert, mit Minecraft-Server kommt dann auch, mit TS kommt dann noch rauf. Kleines Gewinnspiel ist dabei. Alle wichtigen, wirklich wichtigen Informationen, Tutorials kommen da noch rauf. Also es ist wirklich die Ansammlung von allen Fragen, die ihr haben könntet. Ich habe diese Website auch schon bereits vorgestellt im kleinen Infovideo. Sehr, sehr wichtig, dass ihr da mal raufguckt. Und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn diese Website aktiv genutzt wird. Denn das ist einfach, was YouTube auch für mich ausmacht, diese extreme Community, diese starke Community mit euch. Denn ich mache das hier alles natürlich, weil es mir Spaß macht. Aber auch für euch. Denn, naja, ich habe mich jetzt umsonst 2 Stunden hingesetzt und habe die Aufnahmen perfektioniert. Ich meine, ich habe ja schon die ganze Woche über vorher aufgenommen, so von wegen, ja, mal gucken, wie Battlefield funktioniert. Aber, das ist ja immer noch eine ganz andere Sache, wenn man tatsächlich dann aufnimmt und unter Last und so. Ja. Immer noch mein Gamertag ist Fairflow. Ferner, also es ist einfach sehr aufregend, dieses LP zu starten mit euch. Ich muss da wirklich sagen, das sind jetzt die ersten Aufnahmen, so alles neu und, weiß ja nicht. Gerne zusammen spielen durch die Bulletin-Funktion. Dadurch, dass der ja jetzt wegfällt durch das neue YouTube-Design, was ich grauenhaft finde, das ist eine schlechte Idee, kann ich jetzt keine Kurzbulletins mehr hochgehen lassen. Das werde ich auch wieder über Twitter, also ich weiß nicht, ob ich mir Twitter zulege oder nicht, also jedenfalls über Twitter und die Website lösen, dass ich da Ankündigungen mache. Livestream kann ich höchstwahrscheinlich mit dieser Leitung nicht schalten. Ja, wir sind jetzt hier schon 1 Minute am Laden. Aber es sind einfach wichtige Informationen, die ich rausbringen werde. Da machen wir das Video einfach nach hinten hin ein bisschen länger. Ja, ist in Ordnung. Dann gucken wir uns die Karte gleich noch ein bisschen an. Kark Island. Das ist, ja, wie ist die Karte eigentlich? Gut. Es sind alles gute Karten. Also diese Karten sind eigentlich alle sehr durchdacht. Bis auf Metro. Weil Metro haben sich einfach gedacht, nö, mach mal einen Meat Grinder. Ne? Also das ist wirklich, naja. Gut, man macht da Punkte, also den Zweck erfüllt es halt schon. Aber ich finde es einfach eine schlecht durchdachte Karte, wirklich. Also das ist keine schöne Karte. Conquest, Kark Island, also Conquest, wie gesagt, oh übrigens, ich habe die englische Version, ich habe mir das Spiel in den Niederlanden gekauft, die haben keine Übersetzung, die haben keine deutsche Version, die haben englische Version. Bevor jetzt irgendwelche Gerüchte kommen von wegen, ich hätte mir das illegal runtergeladen oder so eine Scheiße, also wirklich. Sonst könnte ich das auch nicht online spielen nebenbei, Origin sei Dank, macht's möglich. Keine Ahnung. Ne, also das ist eine legale Version, die ist halt nur Englisch. Ne? Nicht ganz komisch werden hier. Keine kalten Füße kriegen, Freunde. Gut. Ich finde es gerade ein bisschen lästig, dass es so lange lädt. Aber es ist normal bei mir. Ich weiß nicht warum. Mein Computer lädt Karten irrsinnig lange. Wirklich irrsinnig lange. Ich werde an dieser Stelle einfach mal cutten, bis wir jetzt tatsächlich die Karte haben. Also bis gleich und wir sehen uns dann im Krieg! Today's gonna be the day that I'm gonna throw it back to you. By now we should have somehow realized what you know to do. Und kein Scheiß. 3 Minuten später ist sie endlich geladen, ja? Das kommt durch Fraps, das ist ganz einfach. Also, wie gesagt, das ist diese Performance-Scheiße. Ich habe einfach wirklich keinen starken PC mehr für die heutigen Spiele. Battlefield ist einfach mal... ja, Predator 5910. Du darfst in meinen Squad. Warte mal. Können wir direkt mal regeln? Squad and Team. Ich hab den doch gar nicht dicht. Steh ich nicht. Soll halt joinen. Naja, wie gesagt, ich bin jemand zum Anfassen. Nicht in den No-No-Bereich, das wäre voll eklig, aber ansonsten könnt ihr gerne meinen Squad joinen. Auch wenn ich privat spiele, aber nicht so viel nerven. Aber ansonsten auch gerne, ne? Ich nehme nicht immer alles auf, was ich hier mache. Ist mir auch viel zu lästig. Manchmal will ich einfach nur auch mal gut sein. Und das geht halt nicht mit der Aufnahme. Jo.
Und dann können wir mal zurückschreiben hier mit Cartchat meinem Team. Na sicher, so. Da freut er sich bestimmt. Objective has been neutralized. Also diese kleinen Funksprüche, die sind übrigens auch wirklich abgestimmt, ne? Wenn er sagt, there's a tank in your AO, dann kann man davon ausgehen, dass gleich ein Panzer um die Ecke rollt. Das finde ich total geil. Ich habe das erst gar nicht gecheckt. Ich dachte, das wäre einfach nur so, lass die mal irgendwas sagen. Das wird bestimmt toll. Nee, das ist wirklich auf euch abgestimmt. Das ist mal hier hinter. Hockt doch einer, oder nicht? Da. Den habe ich gesehen. Das werde ich jetzt erstmal im Überraschungsmoment. Haha! Ach, das kann nicht wahr sein. Warte. Da ist ja noch einer. Warte mal. So, nee. Aber wir haben was freigeschaltet. Darum geht's. Scheiße, nein, wirklich. Also, ihr braucht, wie gesagt, kein Skill von mir erwarten in diesem Spiel. Also wirklich nicht. Ich bin ein schlechter Spieler. Ich kann nicht gut Computer spielen. Mir macht es Spaß. Es ist eines meiner... Ich finde es einfach schön. Mir macht es Spaß. Aber ich kann es nicht. Also ich kann es wirklich nicht. Ich bin richtig scheiße da drin. Das werdet ihr auch noch bei an. Also sobald man halt irgendwie Skill haben muss, habe ich es nicht. Und das kommt auch durch die Aufnahme. Aber generell habe ich einfach kein Skill. Ich bin einfach schlecht. Ja, und deswegen bringt es auch gar nicht, sich als Farewell 2192 bei Battlefield auszugeben. Dann, ihr behauptet einfach, jemand zu sein, der von sich behauptet, extrem schlecht zu sein. Und ihr kommt sowieso in keinen Clan. Die haben mich abgelehnt. Die wollten mich nicht im Clan haben. Nein, Quatsch. Also wirklich, ne? Nicht machen. So, wir versuchen jetzt hier einfach mal, ja, ein bisschen zu umgehen. Also, es ist, hey. C ist 200 Meter weg, aber... was in diesem Spiel auch sehr gut funktioniert, ist einfach wirklich im Team arbeiten. Also ihr setzt euch mit... Mein Squad ist nicht geschlossen. Was redest du denn da? Kann doch gar nicht sein. Aber machen wir einen neuen auf. Die Squad. Join. Der ist bestimmt nicht geschlossen. Also wirklich nicht. Also jetzt ganz sicher nicht. Nur warte mal, wir können das mal hier erstmal 10 mal selbst markieren. Dann kriegen wir schön Attack. Ach nee, jetzt Squad wieder, kriegt man ja keine Attack Orders. Naja, jedenfalls, keine Ahnung. Manchmal, das Ding ist manchmal noch ein kleines bisschen verbuggt, aber ein wunderbares Spiel, wirklich. So, wir werden jetzt versuchen, uns zu Punkt C zu begeben. Wir sind fast der Schlechteste. Aber das ist ja kein Problem. So. Was haben wir denn da? Das ist einer von... Oh ja, oh ja. Das kann passieren. Wirklich, es ist auch viel glückabhängig. Ja, wenn man von der Seite flankiert wird, dann kann man erstmal eine Zeit nichts machen. Oh Gott. Frisst die Granate. So, ich bin direkt wieder suppressed worden. So, mal gucken, ob ich das Arschloch irgendwo sehe. Nein, und dann jetzt den Typen wieder beleben. So. Scheiße, zu spät. Naja, was soll es? Also es ist halt, was ich meine. Also eventuell werdet ihr halt wiederbelebt und dann kriegt ihr keinen Kill, dann ist es, als wäre nichts passiert. Natürlich ein bisschen unangenehm, aber was soll es, ne? Was soll es sein? Das ist doch überhaupt kein Problem. Übrigens Predator 05235910, die da unten links wunderbar zu lesen ist. Du bist der erste Zuschauer in diesem Let's Play. Herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Wie fühlst du dich dabei? Post es mir in die Kommentare. Los, post es mir in die Kommentare. Zack, und da haben wir jemanden wiederbelebt. Wiederbeleben geht ganz einfach. Man geht einfach hin mit diesen wunderbaren kleinen Pets und haut da einfach mal in die Fresse oder wo man gerade lustig ist. Und es ist überhaupt nicht gefährlich, dann irgendwie denen das ins Gesicht zu schocken, sondern im Gegenteil, das ist hervorragend, das funktioniert immer. Das ist im Leben auch so. Sanitäter gehen einfach nur so hin, wenn jemand am Boden liegt, hauen ihm das Ding einen zum Fuß und einen auf die Stirn und dann funktioniert das hervorragend und der Typ lebt wieder. Aber garantiert. Also wenn nicht, ne? So, Freundchen. Muss ja nicht sein, dass du da tot rumliegst. Sollst ja für mich arbeiten. Squad-Interaktionen geben halt ein bisschen mehr Punkte. Also, zum Beispiel, ja, Squad hier gibt ein bisschen mehr. So, da ist Suppressing-Quest, ist genau. Also, Suppression ist einfach, das sollte ich noch erklären. Das ist das Letzte, was ich hier erkläre. Suppression ist einfach, dass ihr halt quasi, unter Feuer genommen werdet. Dass ihr halt euch einfach nicht bewegen könnt. Und, ja, einfach in Deckung bleiben müsst. Dann seid ihr quasi suppressed. Und es gibt Punkte, wenn man das dem Gegner quasi, ja, vorhält. Also, naja, wie soll ich das sagen? Also, wenn man suppressed, wenn man einfach mal blind in die Menge ballert und dadurch jemanden niederhält, weil er dann halt einfach nicht vorstürmen kann, ist das Suppression und das gibt 50 extra Punkte. Das ist hervorragend. So ist es manchmal sogar möglich, wenn man jemanden anschießt und ihn dabei halt suppressed. Jemand anders macht den Kill, man macht aber 70% Schaden, dass man dann für den Kill
120 Punkte bekommt, also mehr als für einen normalen Kill. Ich finde das wunderbar. So hat man echt Teamplay wirklich lohnenswert gemacht. Leute, wo wir aber gerade bei Teamplay sind, es wäre sehr schön, wenn ihr einfach mitarbeitet, die Website am Laufen haltet und einfach im nächsten Part auch wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Battlefield Bad Company 2 im Multiplayer. Daran werde ich mich noch gewöhnen müssen. Es ist Battlefield 3 im Multiplayer. Ein wunderbares Spiel. Mit euch zusammen wird es noch viel schöner. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch wieder dabei seid. Bis dahin, Leute. Wir gehen hier gerade mal ganz kräftig rein, werden diesen Typen noch wiederbeleben, den armen Hund. Zacki. Und ja, das war's.